Hallo zusammen, willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Kolonist Finley ist verstrahlt, er hat hier gerade so nuklearen Abfall getragen. Da können wir gleich mal auf der Weltkarte gucken, ob irgendeiner von denen noch Tabletten hat. Leider nicht. Dann gucken wir mal, aber es gab sicherlich noch welche. Ich bin nur nicht mehr sicher, wo. So, er hier ist fighting. Ja, der hat ja letztes Mal schon angegriffen, ne? Und das war so schwierig, da den. Er war es nicht. Okay. Na gut, wir haben ja noch jemanden hier. Ja, war das, glaube ich, aber. Oh. Muss dann nochmal. Ne, wir konnten. Obwohl es rot ist, direkt bin an der Seite aus, als wenn da noch jemand ist. So, was haben wir hier? Wir wollten Holz holen, glaube ich. Oder sollte sie irgendwas anderes machen? Karambit-Kämpferin. Kämpfen sollte sie wahrscheinlich, wenn sie eine Kämpferin ist. Hier unten nur Medikamente, keine Jodtabletten. Komisch. Hier wollte ich ausprobieren, was passiert mit dem Auto, wenn es leer ist. Wir steigen ein. Wir fahren so weit, wie es geht. Jetzt steht da 0. Können wir nochmal aussteigen? Ne, vielleicht in der nächsten Runde. Hat auf jeden Fall. Moment, der hat noch. Umsonst Spritverfahren, aber das dient alles der Wissenschaft. So, sie kann plündern, sie holt diese Bauteile hier hinten. Er hier kann noch besser plündern. Er holt dann diese Bauteile. Vielleicht hätten wir mit Auto fahren sollen. Oder, naja, wir steigen irgendwann wieder ein. Mit irgendjemandem. Ich guck mal da. Haben wir noch jemanden? Wir haben nur sie hier unten. Okay, aber Jodtabletten? Sieht schlecht aus, tatsächlich. Ich dachte, ich hätte irgendwo welche gehabt. Wahrscheinlich sind die alle aufgebraucht. Wir packen die immer. Ah, hier gibt's noch. Er sagt mir aber nicht. Doch, er sagt mir, wie viel? 18 Stück. Kann einer von denen hier unten holen? Hier, ach nee, das Auto ist nicht, das ist gar nicht unser Auto. Das hier ist unser Auto. Und da, oh, die haben, verstehe, ich muss den Satz mal zu Ende bringen. Die packen das Zeug ins Auto und dann kann einer damit zurück zur Basis oder zum Außenposten fahren. Das ist natürlich cool, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dass man beim Plündern auch ein Auto vollpacken kann, den Kofferraum. Und dann fährt man zurück. Coole Sache. So, ich habe das hier gebaut, glaube ich, den unterirdischen Beton. Wir brauchen halt diese elektronischen, davon haben wir jetzt einigermaßen viel. Wir haben Metalle, wir haben eigentlich alles da. Es ist nicht so, dass wir hier zu wenig hätten. Essen wird zu wenig. Arbeitet hier schon jemand? Wir machen Sonnenblumen. Wir brauchen eine Raffinerie. Ich glaube, die haben wir noch nicht gebaut. Das können wir ja hier drüben machen. Wir erweitern das mal hier in die Richtung. Das könnte die Produktion. Nee, das ist nicht bei. Hier ist es bei. Hier können wir es komischerweise nicht hinstellen. Ist dieser Krater wahrscheinlich im Weg. Aber wir können es hier hinstellen. Und ich vermute mal, das Ding braucht richtig viel Energie. 30. Tagsüber haben wir so viel übrig. Abends aber nicht. Haben wir hier schon was Neues? Wir müssten einen Blitzableiter. Genau, der ist neu. Den brauchen wir. Wahrscheinlich brauchen wir mehrere davon. Den können wir hier hinbauen. Ich würde ihn dahin bauen, wo irgendwie was Teures steht. Was geschützt werden muss. Akkupakete zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, wo es ist. Eine Windturbine würde ich dann hier noch hinbauen. Passt die hier irgendwo dazwischen? Ja, da. Und dann hoffen wir, dass die nicht getroffen wird, dass die Raffinerie nicht vom Blitz getroffen wird. Hier ist noch Platz für Solaranlagen. James ist verletzt, der kleine James hat er sich. Ah ne, ist schon ein Erwachsener. Ja, verhoben wahrscheinlich. Leistenbruch, ne? Man sieht da ganz schwer schleppen. Baumstämme und so. Nicht gut, sollte er nicht machen.
So, Technologie ist da, sind da Sachen frei. Ja, wir haben alternative Proteine. Naja, nee. Also ich glaube, Nahrung brauche ich im Augenblick nicht. Logistik gibt mehr Kapazität im Lagerhaus. Langlebigkeit des Solarmoduls. Ich nehme mal das. Und dann gucken wir in Qualitätskondensatoren. Das ist auch Langlebigkeit. Mehr Arbeitsplätze im Werkzeugladen. Und gucken, was wir bei Nahrung hatten. Wir da hinten noch was. Kochausbildung ist wieder mehr Arbeitsplätze in der Kantine. Aber Kantine ist was Neues, ne? Rohrbrunnenart, das wäre auch nicht schlecht. Eine Bäckerei und Mühle, krass. Aber was, wer, wo ist die Kantine? Und wir hatten ein Krankenhaus, können wir neu bauen. Aber Kantine sagt mir jetzt gar nichts. So, ist damit das Kochhaus gemeint und wird es jetzt Kantine genannt? Müssen wir ausprobieren. Wir können die Zeit wieder ein bisschen beschleunigen. Solange hier keine Katastrophen auf uns warten. Wie sieht es hier mit dem Bau aus? Wartet auf den Bauarbeiten. Wir haben 12 Träger. Ich weiß nicht, ob die hier gleichzeitig Bauarbeiter sind. Die Spezialisten sind einsatzbereit. Also der hier könnte hier plündern. Leichte Verletzung. Wie viele Jacken haben wir noch? 16 Jacken kriegt er das. 15 kriegt er mit. Machen wir das mal. So, sie ist eigentlich Kämpferin. Ich denke, dass wir uns weiter auf die Suche machen. Zum Scouten müssen wir eh nach da laufen. Sie sollte kämpfen. Ja, vernünftig. Lieber scouten. Ja, wir haben. Nee, ich sammle ein. Scouten können wir später. Ist noch jemand frei? Nee, wir haben noch ein Auto. Auto. Warum können wir nicht. Das ist schon merkwürdig. Mal sehen. Ich steige erstmal aus, plündere ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen, ob wir zurückfahren können. Das ist halt merkwürdig, ne? Es steht auf Null und trotzdem kann ich grundsätzlich damit fahren. Vielleicht ist es aber auch. Der hat ja eine Menge Punkte gehabt, ne? 12 Aktionspunkte oder so. Vielleicht sind es noch. Die letzten 7 oder 6 oder so, die er da machen wollte. Vielleicht sind es die, die er eben einfach noch hat. Hier sind Bretter aufgebraucht. Können wir denn noch hier Bretter sammeln? Bretter ist eben tatsächlich gerade ein bisschen knapp. Da ist ein Bärenbusch. Die sammeln gerade hier. Ich kann da hinten. Vielleicht können die es auch ein bisschen dichter dran sammeln. Brauchen nicht so weit laufen. Die Sonnenblumen sehen schön aus. Endlich sehen wir die mal. Das Feld wird. Ist die Raffinerie? Ne, die ist noch nicht fertig. Ist das hier fertig? Jop, jemand arbeitet. Wir haben genug Strom. Es kommt ein Meteoritenschau. Meteoriten sind. Schlecht. Wir haben aber. Ich muss nur gucken, wo es ist. Ist das unser verbessertes Tor? Ja. Wir bauen das mal. Können wir? Wir haben schon. Nee, das ist das Tor. Ne? Verbessertes Tor kam das automatisch. Ich dachte, man muss das nochmal bauen. Wo haben wir denn.
Was suche ich gerade? Schon wieder vergessen. Ich wollte irgendwas bauen. Ach, diese Reparaturmannschaften, genau. Das müsste eigentlich hier sein. Instandhaltungswerk. Das ist es. Am liebsten so zentral. Hier. Und da habe ich auch das Feldhospital gesehen. Ist es vielleicht hier hin? Man könnte es auch drehen und da einbauen. Das Sägewerk war schlecht positioniert. Na, ich reiß das nochmal ab. Können wir das mal verschieben. Wir kriegen nicht alle Ressourcen wieder, aber ich kann nicht damit leben. Turm, die haben da drüben alles weggeräumt. Das ist super. Die Meteoriten kommen. Die haben nichts mehr zu sammeln. Nur mal ändern. Reparaturdingens hatten wir hier. Wir können gleich mal drei Leute dort arbeiten lassen, dass sie direkt losgehen. So, die machen Sonnenblumenöl zu Treibstoff. Okay, das hier braucht Reparaturen. Zwei Holz, okay. Der Brunnen braucht ein bisschen was. Zement. Wir haben alles auf Lager, sollte erledigt werden. Ja, das ist schon übel. Wir werden diesmal deutlich härter getroffen als beim letzten Mal, glaube ich. Werkzeugladen ist sehr stark beschädigt, brennt sogar. Können wir, wenn man hier die Priorität auf hoch setzt, gilt das automatisch auch. Zell zerstört, okay. Und Leute am Tor, was wollen die denn? Erwachsene? Ja, kommt ruhig rein. Es ist lange nichts mehr eingeschlagen. Werkzeugladen ist leider zerstört. Wir können es nur räumen und neu aufbauen. Meteoritenschau ist vorbei, ne? Ja. Werkzeugladen. Das war das hier. Das bauen wir wieder hin. Und der Rest ist okay. Also ich hoffe mal, dass die hier auf dem Weg sind und alles schön reparieren. So, jetzt können wir uns um die Leute hier kümmern. Sie sollte weiter erkunden. Unter Umständen auch kämpfen, wenn sie was findet. Er hier... Ich weiß nicht, die eine Jacke. Wir gehen mal ins Auto. Mit ihm auch. Der kann jetzt nicht aussteigen, ne? Das war beim nächsten Mal wieder. Das Auto könnte ein Stück fahren. Ich weiß jetzt auch nicht, wohin. Doch ich weiß, wohin. Zum Außenposten. Schafft er nicht. Dann hierhin Medikamente holen. Eigentlich alles dabei. Dann fahren wir hierhin, bringen noch ein bisschen Forschung mit, wobei die beiden hier, das sind nicht die hellsten, glaube ich. Weiß nicht, ob bei denen Forschung was bringt. So, sie sollte kämpfen. Gucken, worauf die hier gesessen haben. Antibiotika immerhin. Okay. Einmal scouten. Kämpfen ist nicht so ihr, seien sie auch nicht. Ja, aber wir müssen jetzt mal das Auto holen. Ist er das? Nee, wo ist denn? Ah, okay. Auto ist weg. Sozusagen.
Jetzt kann ich ihn auswählen, aber macht nichts, wenn sie einsteigt. Kann ich das Auto, vielleicht schiebt sie es. Ich sag mal zurück zur Kolonie, ne? Und dann fährt er so langsam. Aber es ist trotzdem merkwürdig. Sie ist neu, ne? Mit der neuen Truppe da zugekommen. Ausgezeichnete Plünderin. Plündererin. Ja, was wollen wir hier unten? Das ist nicht verkehrt. Sie könnte aber auch... Wir könnten ein Auto besorgen. Und sie dann damit losschicken. Und sie bleibt so lange noch in der Nähe. Also jetzt, das hier wäre vielleicht zu weit gewesen. Die beiden Sachen hier sehen ganz interessant und vielversprechend aus. Werkzeuge. Nicht gefährlich. Das ist ganz okay. So, ihr braucht, glaube ich, keiner arbeiten. Also eigentlich gar keiner, ne? Aber den einen lassen wir drin. Wir haben halt minus 14. Mal gucken. Die Sonne geht gleich auf. Solarmodule. Das große haben wir noch gar nicht, ne? Aber Forschung müsste eigentlich möglich sein. So eine Energie 2 wär's. Ja, ich mach das mal. Verstärktes Tor haben wir schon und das ist das Torbau. Doch, das muss gebaut werden. Hab ich das schon gemacht? Kann mich da nicht dran erinnern. Naja, Spezialisten-Einsatzbereich. Wie sieht es denn aus? Man kann ihn noch steuern, aber er kommt halt nur so weit, wie sie laufen kann. Ich glaube, das ist es. Können wir... Ja, nee, wir müssen zurück. Er muss halt aufgetankt werden. Das heißt, hier können wir einen aussteigen lassen. Der ein bisschen... Forschung mitbringt. Er hier fährt zurück. Ja, und dann schicken wir ihn auch zurück zur Kolonie zum Auftanken. Ja, hier war mit Forschung ganz okay. Sie scoutet weiter. Sie ja auch. Sieht es nach Schnee aus oder Tatsache? Ist hier noch mehr Schnee? Nee, da außen, ne? So, das heißt, eigentlich wollte ich mit dem Auto kommen. Vielleicht hier hin. Mal gucken, ob sie das hier noch schafft. Yep. Nee, die letzten 12 Teile noch mitnehmen, dann einsteigen, dann zurückfahren. So der Plan. Okay. Ja, Tor. Also sieht so aus wie auf dem Bild. Das neue, also das verstärkte Tor. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich es wirklich gebaut habe. Aber ich kann es halt nicht auswählen. So, Reparatur läuft die. Moment, können wir hier eine Arbeitszone? Upsi. Das können wir machen, das müssen wir machen. Jetzt sind wir schon wieder bei den Spezialisten. Ja, er hat seine Aufgabe. Atomkraftwerk gab Forschung, glaube ich. Wir probieren es mal aus. Sie ist auf dem Rückweg. Er hier. Sie steigt ein. Ich würde mit denen erst hier hinfahren. Dann zurück zur Basis. Sie scoutet. Sie plündert.
Ja, hier forscht. So, das ging diesmal ein bisschen schneller. Den wird fleißig repariert, es läuft. Moment, man könnte auch, was wollen die Leute, Seelenfrieden, einer deiner Wissenschaftler, wissenschaftlich orientierten Kolonisten nähert sich dir, eine bestimmte Sache bereitet dir schon lange Kummer, der möchte sie bei einer Wanderung draußen vor dem Tor kopieren. Naja. Lass sie gehen und sie hat irgendeine Idee. 181 Forschungspunkte, sehr schön. Ich wollte hier mit die Arbeitszone. Ich kann nicht vergrößert werden, okay. Dann machen wir das hier. Das wäre so ein zweites Teil noch ganz gut. Schon wieder? Nee, irgendwas anderes war. Ach so, weil noch Autos Bewegungspunkte hatten, die aber von alleine dann genutzt werden. So, ich hatte letzten Tag, ne? Plus 2 sind wir und minus 14 in der Nacht. Okay, wir brauchen halt mehr Strom. Ein großes Solarmodul haben wir noch nicht. Wann sind die denn soweit? Das dauert noch 21 Stunden, okay. Bauen wir inzwischen Zeit noch was anderes. Ach, Solarmodul ist, glaube ich, billiger. Das große. Oder ja, die Turbinen sind teurer im Vergleich zur Energie, die sie liefern, aber so den könnten wir, das macht 3 plus 30, das ist nicht schlecht. Ne? Wir brauchen trotzdem noch meine. ist halt schlecht, wenn sie kaputt gehen nachher auch. Ne? Das wird dann, kann man nur hoffen, dass sie nicht getroffen werden. So, hier Arbeitszone. Wann wird denn geerntet? Noch nicht, wir sind erst bei 70%. Aber mit der Folge für heute sind wir bei 100%. Die Zeit ist um. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.